Erde. Gegen jemanden, der dir gewachsen ist. Cyborg, halte Luthor in Schach, während ich Verstärkung rufe. Deathstroke, wird Zeit, dass du mitmischst. Gehen sich nicht von allein. Suchst du was Bestimmtes? Sei gegrüßt, Schwester. Nicht zu leben. Diana. Besiegt von einem Mann. Nein, du hast alles verloren. Nein, ich habe dich besiegt. Ich, Lex Luthor. Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium.
Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen. Sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist, denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes und nimm das Schicksal in deine Hand. Ziele identifiziert. Wähle Geschlecht und Körperbau. Einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mithilfe von Daten eines Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Erstelle eine benutzerdefinierte Konfiguration oder ein Modell mithilfe von Daten eines Erdhelden oder Schurken. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Wähle einen Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Wähle aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Wähle einen Bewegungsmodus. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Erfolgreich. Fehler. Fehler. Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. Welche Informationen erfasst werden. Sie werden sortiert und bereinigt, nachdem die Digitalisierung abgeschlossen ist. Der Widerstand der Erde macht mir keine Sorgen. Dort gibt es keinen Intellekt, der stark genug, keine Macht, die groß genug wäre, mir zu widerstehen. Bald wird dieser Planet und alles, was sich darauf befindet, mir gehören.
Faszinierend. In der Erdatmosphäre gibt es eine Anomalie. Beginne mit der Analyse. Diese Exobytes sind meine Technologie. Jedes mit unglaublich viel digitalisierter Energie aus der Zukunft der Erde. Meine Sammlerschiffe werden die Daten dieser Exobytes einfach regenerieren und das Schicksal der Erde besiegeln. Das ist ein neues Hindernis. Diese Menschen widersetzen sich meiner Assimilierung. Meine Konvertierungseinheiten können sie nicht halten. Die Menschen sollen ihre Kräfte einsetzen. Am Ende gehören auch sie. Brainiac. Hat funktioniert. Du bist wach und frei. Okay. Ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Such mal nach einer Tür. Und erstmal ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play Jitsi Force Online mit eurem Dar Steffen. Ja, ich dachte mal, ich fange eine neue EP an. Ja, ich nehme das Spiel. Das sieht recht gut aus da. Fehlfunktion der Umwandlungskammer. Heftig. Das kann ich jetzt nicht glauben. Sie haben mein Hackprogramm geknackt. Das Schiff weiß, dass du frei bist. Vorsicht. Oh. Laut. Mach dich bereit. Meine Messungen zeigen, dass sich Truppen hinter dieser Tür sammeln. Ach. Oh, da ist grad die. Oh.
Falsch. Da lang muss ich. Die erste Folge wird natürlich etwas Überlänge haben, wie es geht. Nicht so. Weil Intro. Was ist das? Ein Brain-Act. Alter. Das war aus dem Maul hier, aber richtig. Hey. Mann, du Sau. Treffer. Hey, gut, Kombo. Hey. Bei nicht. Oh. Geil. Wer ist das denn? Das ist so cool. Belbion. Oh, Fauna. Mach mal einfach. Maus. Okay. Links an der Wand. Gehst du auf die Wand runter? An der Wand hängt wie eine Spinne, du sollst laufen, mein Freund. Gibt's ja nicht. Okay. Ist mir ein Hackfresse. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm, ganz ruhig. Psst. Hey. Wollt ihr alle? Ihr habt doch die Chance. Wisst euch. Mann. Ich geh's in Klaus. Ah, du ist doch das, ne? Was gib ich? Ich hab jetzt die. Bei Schleichen. Ich glaube, das war's mit Schleichen.
Ah, alle auf einmal? Gang Bang? Was Gang Bang? Bang 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 Bang. Hinten gibt's ein Geld. Also, wisst euch mal, ja? Wir werfen Schweine. Oder? Was ist denn hier eigentlich vor? Gays, hä? Gays. Ich? Noch etwa? Ernst? Okay. Guck mal, ich bin hier richtig. Au, geil. Das? Das ist geil. Cool Auto. Das sieht ja lustig aus. Ist ja krass. Das hier rein. Ach, ich weiß gar nicht, wie das da hinkommt. Doch. Geh halt. Machen wir nichts kaputt. Oh. Ja, Action. Bam. Na? Wollt ihr von mir? Boah. Du gehörst halt nicht, oder was? Das hier war Engel. Ja. Boah, Alter. Der war hardcore. Ah. Lass mal hochkommen. Ey, das ist ein Engel. Arme Engel, kann doch nichts dafür, du Sau. Nebel. Camps. Brauch ich alle. Ich bin doch hier, einer lebt noch. Sorry. Ja. Jetzt nicht. Ja. Der Spiegelpfeffer ist so geil, Alter. Das ist so übelst hart feiern gerade. Oh. Bam. Wollt ihr nicht alle von mir? Ja. Noch einer? Ja. Bis euch. Komm mal, bist du kaputt, ne? Au. Sorry. Hör dich nicht. Da ist euer Ernst. Echt euer Ernst? Doch Shift, drück doch Shift.
hier lang. Oh. Halt euch. Shift. Okay. Ah, shit. Betäubt. Ah, jetzt ist das Schild aus. Betäubt er mich. Nein. Komm schon. Betäubung lass nach. Oh, ey. Das Schild wieder weg. So, wenn das Schild wieder weg ist, betäubt er mich und ich kann wieder. Komm, geh weg. Weg, betäubt. Ah, so. So, Shift. Ah, okay, ich brauche nur einen gewissen Abstand. Okay. Okay. Mann. Wo ist die Dinger raus? Das ist ja mal geil. Das hilft euch aber auch nicht. Ach du mit mir. Ja gut, können ja alle von mir. So schön. Mach ich doch. Was soll machen? Wird doch langweilig. Ja, du sagst. Oh. Was soll machen wir bitte? Ah, jetzt kann ich steuern. So schön. Hey. Ach du Heilig. Okay, das mache ich jetzt hier noch, dann wenn ich den Part erstmal, weil dann bin ich bei einer halben Stunde. Na komm, der hat eh keine Chance.
gut, ich denke mal, an dieser Stelle beende ich erstmal den Part. Bin schon bei einer halben Stunde. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von DC was online Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, gebt mir ein Abo, wenn es euch gefallen hat, und lasst viele Kommentare da, dass ich Bescheid weiß, ob es euch gefallen hat. Also, nächstes Mal von DC was online, euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Ciao mit V. Und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Wie euer Darth.